Radio 1. Der Berlinale Night Talk. Live aus der XX Lounge im Cinemax am Potsdamer Platz. Mit Knut Elstermann. Ja, und ich habe ja gerade versucht, schon ein bisschen die Karriere jetzt auch international zu weiten von Steffi, denn Sie wissen, diese Frau hat ja dann wirklich Fähigkeiten. Sie hat ja auch schon mit einem großen österreichischen Regisseur zum Beispiel gedreht, eben mit Michael Haneke, eben in diesem Film Das Weiße Band. Die Zander Brothers sind ja hier und das ist Independent. Das sind jetzt auch nicht die großen Gagen, die du jetzt erwarten darfst, wenn sie dich jetzt demnächst anheuern. Das ist auch Independent-Kino, aber it's not Hollywood, it's not a lot of money, but it's great and it's a great honor. Also ich denke mal, das nächste Mal, wenn Sie eine deutsche Schauspielerin brauchen, die Agentin ist ja auch da, die Ute, genau, Ute. Also nicht wundern, wenn die Jungs auf dich zukommen. Kommen nachher. Also das läuft. Nächste Mal bei der Berlinale dann in einem amerikanischen Independent-Film. Du bist übrigens, insofern ist das gar nicht so schräg gedacht, glaube ich, auch kein Typ, glaube ich, der so gerne bei einer großen Premiere, und die gab es ja wie Halbe Treppe damals und so, jetzt so furchtbar gerne über einen roten Teppich läuft und dann das Gebrülle Steffi, Steffi von den Fotografen und so, ist gar nicht so dein Ding, ne? Ne, komischerweise ist mir das immer ein bisschen peinlich. Weiß nicht, also ich geniere mich da ein bisschen. Also ich hab's nicht so gerne. Du würdest aber lieber so über eine Akkorde so vorbeilaufen, ne? Ja, das habe ich auch schon manchmal gemacht, ja. Aber nein, manchmal, wenn wir so in einer Gruppe dann gehen mit dem Film, also mit den Beteiligten, dann mache ich das auch gerne. Na, selbstverständlich. Aber so dieser große Hype. Aber ich merke natürlich auch, wenn man Leute auf dich anspricht oder als ich gesagt habe, du kommst heute oder hast du heute, sogar in der Vorführung heute Morgen, als ich mit dir reinkam, war eine hartgesottene Kritikerin, also die ist wirklich beinhart, und die saß Steffi und sagte, Steffi, wenn ich es nicht so mit den Knien hätte, würde ich jetzt in die Knie gehen, ne? Sagte die ja wirklich. Also das ist auch etwas, du freust dich darüber ganz offensichtlich tatsächlich noch, wenn sowas noch passiert. Ja, selbstverständlich, ja. Natürlich. Ich dachte, irgendwann hat man dann mal, ja. Nein, also so oft kommt das ja nun auch nicht, um Gottes Willen. Also, aber das hat mich sehr gefreut, ja. Weil ich glaube, die auch diejenige, die in der Berliner Zeitung eine sehr, sehr schöne Kritik geschrieben hat. Jetzt hast du noch mal, jetzt weiß doch jeder, wen ich gemeint habe. Ich habe es versucht, ein bisschen zu anonymisieren. Ist doch nicht schlimm, oder? Nein, ist nicht schlimm, ist eine ganz liebenswerte Kollegin. Grüße, falls sie die Sendung hört. Nee, die arbeitet jetzt schon, weil heute ist Mittwoch, heißt Donnerstag sind die Filmzeiten, also die Seiten dann in der Zeitung, da wird richtig hart geknufft heute in allen Zeitungen, weil Donnerstag geht es bei denen richtig lang. Jetzt aber lass uns kommen zu dem Film. Und zwar geht es jetzt also um den Film, wo vorhin die Regisseure, also der Regisseur und einer der Hauptdarsteller da waren. Da lassen wir immer ein bisschen Zeit verstreichen, und bis die dann weg sind und so. Da können wir ganz entspannt jetzt also reden über Postcards from the Zoo aus Indonesien. Geschichte haben wir Ihnen ja vorhin erzählt, nicht? Also das kleine Mädchen, das im Zoo ausgesetzt wird und damit der Giraffe sich anfreundet und eigentlich Teil des Zoos wird und dann rausgeht in die Welt. Wie ist es dir mit diesem Film ergangen? Ja, ich bin ein bisschen unsicher. Also, Entschuldigung. Also, ich fand Momente, die sehr liebevoll und sehr warmherzig waren. Und dann waren aber wieder Momente, wo ich gedacht habe, ach ja, das ist also relativ schnell klar, worum es geht. Also es werden auch immer so Kommentare abgegeben, dass die auch bestimmte Tierarten dann irgendwann ausgewildert werden. Und das war jetzt eigentlich das Thema, dass dieses Mädchen natürlich, dann ist die Zeit, dann werden die irgendwann alle rausgeschmissen. Die Obdachlosen dürfen dort nicht mehr leben in dem Zoo. Das heißt, also sie wird ausgewildert und ist dann ein erwachsenes Mädchen oder eine junge Frau. Und was ihr da halt dann so passiert, dann draußen im Leben. Und das ist dann, weiß man schon recht schnell, wozu man gebeten ist. Und dann sind wirklich ein paar ganz schöne Sachen, ganz, ganz charmant und witzige Sachen, wenn sie dann eben da draußen sich so verhält. Also ich möchte mal sagen, in einer Tierparksprache spricht oder sowas. Ja. Also immer mit Metaphern von Giraffen und von Tieren antwortet. Oder wenn dann der Bordellbesitzer ihr dann ein neues Kleid gibt, er sagt, hier ist Tiger, meint sie, nee, ist Leopard, das weiß sie dann, ja. So Geschichten, die dann wirklich ganz charmant sind, aber über weite Strecken, wo ich gedacht habe, man weiß es schon, und da sind die Bilder dann auch nicht so gewaltig, als dass man dann so, komischerweise, ist es eine starke Draufsicht. Man hat nicht, es ist ja eigentlich eine ganz schöne Geschichte, ein ganz schöner Plot, aber man geht nicht wirklich in die Figuren hinein, man kann sich nicht wirklich mit ihnen identifizieren oder irgendwas finden, dass es einen wirklich ans Herz geht. Es ist manchmal so, dass man sich freut, aber es ist nie so, dass es einen wirklich in irgendeiner Weise ergreift. Und man hat so das Gefühl, es ist ja auch etwas sprunghaft erzählt, nicht? Also man brauchte manchmal so ein paar Augenblicke, um zu verstehen, jetzt ist schon wieder irgendwie sehr viel Zeit vergangen und sie ist wieder ganz woanders. Und charmant fand ich allerdings, was du ja ganz zu Recht sagst, diese zauberhafte Ebene. Also der Cowboy, der eben diese Tricks macht, dieses Märchenhafte. Das ist ja alles ein bisschen wie ein Märchen. Also diese Poesie
hat man schon ganz schön verstanden, aber man hätte auch ganz gerne mal gesehen, wie diese Zoopfleger zum Beispiel sie wirklich aufgezogen haben oder sowas. Das gibt's nicht, ne? Ja, ja, das, aber es ist dann wiederum nicht so mitreißend, als dass man sich so viel Assoziation schaffen kann. Kann man schon, ne? Also wie gesagt, sind auch ganz charmante, schöne Momente, so die der Film hat, aber er hat nicht das, den Sog, der bleibt irgendwie, also für mich, Gottes Willen, ich kann immer nur für mich... Du bist unsere Gastkritikerin. Ja, das ist natürlich eine subjektive Angelegenheit, das empfindet bestimmt jeder anders, aber in dem Fall war das was wirklich, was mir gefehlt hat. Also der Film, wie gesagt, kommt in Deutschland auch ins Kino, dann können Sie also Postcards from the Zoo auch für sich selbst entdecken und selbst entscheiden. Jetzt natürlich noch, Steffi, du hast so viele Filme auch gemacht, natürlich in Deutschland, auch Fernsehen, wollen wir nicht vergessen, Wolke 9 bist du ja auch zu sehen zum Beispiel, nicht? Also magst du eigentlich so diese Art, die Andreas Drese macht, dieses improvisierte Kino, kommt dir das entgegen? Also bei auch Halt auf freier Strecke ist ja wirklich alles improvisiert, es gibt kein Drehbuch. Ja, also ich mag das sehr gerne. Das hat natürlich viel mit den Umständen zu tun, mit wem man arbeitet, und die Gruppe ist sehr geschützt. Und das ist sehr, da kann man sich fallen lassen, und das ist geprägt von großem Respekt, und wir mögen uns sehr, und da kann man natürlich solche Dinge besser angehen. Das ist eine Voraussetzung, sonst kann man sowas, glaube ich, ganz schwer schaffen. Und das kommt natürlich, weil ich bin ja viele, viele Jahre am Theater gewesen, das kommt dem Theaterspiel eher entgegen. Also das ist, weil man manchmal, wir spielen ja manchmal anderthalb Stunden durch, ohne dass in irgendeiner Weise unterbrochen wird, was für den Film ja vollkommen unüblich ist. Also dann hat man vielleicht mal Stoppzeit maximal, wenn man mal 6 Minuten hat, ist das ja schon irgendwie enorm. Aber so, da haben wir irgendwie anderthalb Stunden durchgespielt, und das ist natürlich eine Qualität, die man sich am Theater aneignet oder aneignen kann. Wenn man dann noch so tolle Partner wie Milan hat oder so, mit dem das wunderbar funktioniert hat, dann kann es eine große Freude sein. Also der Film läuft ja noch in den Kinos, der Film mit Milan Peschel und mit Steffi Kühnert, Halt auf freier Strecke. Und du sagst uns jetzt zum Schluss bitte noch, wo kann man dich dann demnächst sehen, nach diesem Film? Na, ich bin ganz, ganz, ganz engagiert an unserer Schule halt. Ja. Das ist erst hat Vorrang. Und dann sind noch eine Regisseurin, die ich sehr schätze, die Silke Enders, die den Film Kroko damals gedreht hat. Ein sehr schöner Film, wie ich finde. Da sind 2 Projekte geplant, aber das ist alles noch nicht so, dass man jetzt genau sagen kann, wann das kommt. Aber wir sind da gut in Kontakt. Also die lassen dir Gott sei Dank in der Schule auch noch genug Zeit hin und wieder, dann, um auch mal was zu drehen und was zu machen, ne? Also, ja, das ist wundervoll, sehr kulant. Also das geht. Und ich könnte mir vorstellen, es erhöht auch die Glaubwürdigkeit bei den Studenten und Studentinnen, ne? Wenn jemand nicht einfach so seit 20 Jahren da irgendwie vor Ort ist, sondern ihm selber auch noch vor die Kamera tritt. Oh ja, auch das. Also es gibt auch gute Kräfte, die nur die Schule betreuen, die das wundervoll machen. Aber grundsätzlich ist es natürlich sehr, sehr schön, wenn man selber noch in der Praxis steht und weiß, wovon man redet. Wenn man mit denen redet, das ist schon sehr, sehr, das ist gut. Von Vorteil. Dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich. Also gehen Sie in Halt auf freie Strecke, sehen Sie Steffi Kühnert, da haben Sie keine Angst vor dem Film. Das hast du vorhin auch gesagt. Man kann das durchaus auch verstehen, dass man da erstmal ein bisschen zögert. Es lohnt sich reinzugehen, schon alleine natürlich auch, um Steffi dort zu sehen in Halt auf freier Strecke. Heute war sie unsere fabelhafte Gastkritikerin. Ich bedanke mich sehr bei dir, Steffi. War eine große Freude. Danke, Knut, dass ihr mich eingeladen habt. Radio 1. Der Berlinale Night Talk. Live aus der XX-Lounge im Cinemax am Potsdamer Platz mit Knut Elstermann.